Hallihallo alle miteinander. Heute mal was in eigener Sache. Wie es privat bei mir aussieht, das interessiert vielleicht auch einige von euch. Wen es nicht interessiert, der kann jetzt gleich wegschalten, weil das wird ein übelstes Jammervideo, glaube ich. Nee, ich versuche mich mal zusammenzureißen. Geht schon. Ja, wenn man die Situation betrachtet, geht es mir eigentlich wirklich gar nicht schlecht. Fangen wir erstmal mit meinen Befindlichkeiten an. Es ist jetzt ungefähr 2 Monate her, da ist mir ein Stück vom Zahn weggebrochen. Und einige fragen sich ja auch, wie es mit meinen Zähnen aussieht. Na, ich habe ja dieses Video hochgeladen, wo ich frage, ob Zähne nachwachsen können. Und beobachte das nun seit 2011. Seit 2011 ist es in meinem Mund nicht schlechter geworden, obwohl ich nicht beim Zahnarzt war. Also natürlich sind ab und zu mal so ein paar Heilungsphasen eingetreten, wo sich der Nerv zurückziehen musste, damit eben wieder Haut über die Stelle wachsen könnte, wo ein Zahn abgebrochen ist. Aber wenn man das halbwegs aushält, geht es eigentlich schon. Und jetzt seit 1,5 Jahren hatte ich absolut keine Beschwerden mehr gehabt. Und eines Morgens ist mir trotzdem ein Zahn weggebrochen. Der hier. Es wird zur Hälfte weggebrochen. Da habe ich mir gedacht, ach, gehst du mal fix zum Zahnarzt. Der macht dir da fix ein kleines Stück wieder drauf. Und dann passt es schon. Also bin ich seit 2011 mal wieder zum Zahnarzt gegangen. Dann hat er sich das angeguckt und hat gemeint, nee, da können wir nichts drauf machen, den müssen wir ziehen. Und dann können wir da was drüber machen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mir weh. Und dann hat er mir noch gleich den Zahn dahinter gezogen, der schon bis ganz zum Schluss, also bis ganz runter weggebrochen war. Und noch einer dahinter, den er gleich mit rausoperiert hat, auf der Seite, wo er die Betäubungsspritze gegeben hat. Ja, und als das dann vorüber war, habe ich gedacht, na gut, wird einfach so eine Brücke drüber gemacht und fertig ist. Und dann hat er gemeint, nee, bei dir müssen wir jetzt alle Zähne ziehen. Weil hinter allen Zähnen Zysten sind. Warte, was? Seit 1,5 Jahren keine Probleme mehr mit den Zähnen. Vorher schön die ganzen Heilungsphasen immer durchgemacht. Ne? So alle 2 Monate hatte ich mal eine Woche Zahn. So ungefähr. Und wenn man das durchlaufen lässt, geht das eigentlich schon, wenn man da keinen großen Stress hat. Wenn man jetzt natürlich in irgendwie Arbeit eingebettet ist oder irgendwie eine junge Familie hat oder sowas, wo es viel Stress gibt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also das lege ich euch mal da nicht ans Herzen, mir da so zu folgen, wie ich das hier als Erfahrung erlebt habe. Das ging wirklich nur, weil ich hier meine Route dazu hatte und mich auch dementsprechend ernähren konnte. Nachgewachsen ist leider bis jetzt kein Zahn. Na? Aber ja, der Zahnarzt, der hat mich ganz schön verblüfft. Der wollte mir echt alle Zähne ziehen. Ja, stopp. Halt, Moment. Nee. Also der Sinn und Zweck, was Zysten überhaupt sind, hinter Zähne, das ist ja schon mal so eine Sache. Und solange ich da jetzt keine Probleme habe, lasse ich mir nicht die ganzen noch verbleibenden halbwegs guten Zähne rausziehen, um dann Nonstop-Patient zu sein. Das geht überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich mich halt mal umgeguckt, wie das der Rest der Welt macht. Ich meine, der Rest der Welt kommt ja auch irgendwie ohne deutsche Zahnärzte klar. Und war ganz schön verblüfft, was es da so für Angebote gibt. Und ich bin auf einige reingefallen. Dummerweise. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe mich schon gewundert, warum das Zeugs nur 5 Euro kostet oder 10 Euro und habe dann mitgekriegt, dass es im Einkauf nur 2 Euro kostet. Ne, das sind hier solche Zahnadapter-Dinger, die man sich auf dem halb abgebrochenen Zahn draufpappen kann. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich mir gleich so ein Ding gekauft und hätte meinen halben Zahn stehen lassen. Tja, ja, dann sowas hier noch und dann gibt es noch diese Vampirgebisse, will ich sie mal nennen. Kriege ich dich auf jetzt hier? Ja, ne, solche Dinger hier, ne, wo dann hier das kommt dann in weiches, in warmes Wasser rein und dann kann man sich das auf die Kauleiste drücken und dann hat man komplett neue Zähne. Ne. Sieht dann aber wahrscheinlich eher aus wie Fasching. Von daher müsste ich mal noch was anderes finden, wenn ich denn unbedingt möchte. Mir ist es eigentlich relativ egal, weil ich sehe mich selten, ne, aber die anderen, naja, gut, also zum Glück habe ich schon mal mit meiner Freundin da gar keine Probleme. Die ist da voll auf meiner Seite. Ja, und das ist mir das Wichtigste. Und jetzt suche ich erstmal, bis sich da irgendwas Passendes ergibt. Und meine Eltern müssen das halt mal so lang aushalten, mich so anzugucken. Mut zur Lücke, würde ich sagen. So sieht's aus. Dumm. Entschuldigung, ihr müsst euch jetzt auch an den Anblick erstmal gewöhnen. Als nächstes ganz, ganz großes Danke an die Unterstützer, die mich monatlich mit 5 bis 20 Euro unterstützen. Die 2, 3, die es dann gibt, die jahrelang durchhalten. Ich danke euch, wie Sau, ihr habt mir schon so oft den Arsch gerettet im Monat. Aber diesen Monat reicht es leider nicht. Diesen Monat muss ich mal noch ein bisschen was machen, dass ich über die Runden komme. Und von daher habe ich etwas für euch. Hoppa.
Ich gehe ab und zu mal in den Schrottcontainer gucken, bei uns hier, also einen normalen Elektroschrottcontainer gibt es hier leider nicht mehr, normalen Metallschrottcontainer, und da lag eines Tages trotzdem dieser Elektroschrott hier drin. Und ich glaube, ihr wisst schon, was das ist, ne? Nintendo DS oder 3DS, ich kenne mich da auch nicht so genau aus. Und die lag deshalb im Schrott, weil der Akku tot war. Und weil man an den Akku nicht rankam, da waren ganz blöde Schrauben dran, die gleich abgebrochen sind, wenn man es versucht hat rauszumachen. Ich musste das ganze Ding hier aufbohren. Und als ich das dann schon mal auf hatte und mir überlegt habe, welchen Akku ich da reinbaue, habe ich mir gedacht, nee, so einen stinknormalen Akku willst du nicht reinbauen. Du willst auch mal tagelang zocken, tagelang am Stück zocken. Und deshalb ist nämlich hier unten jetzt dieses ganze Konglomerat dran. Ich kann es euch erstmal von außen zeigen. Hier ist eine Solarzelle, oder besser gesagt zwei, die sind in Reihe geschalten. Ja, ich weiß, Dünnschicht und das andere zusammen, aber es funktioniert. Hey, es funktioniert, darauf kommt es an. Und es macht den Akku voll, auch bei nicht direktem Sonnenlicht. Also ihr könnt es auch einfach hier ein paar Tage irgendwo hinlegen, wo nur Himmel ist, wo kein direktes Sonnenlicht rankommt. Der Akku wird trotzdem geladen. Ne? Und das geht bei den meisten Powerbanken eben nicht, wie ich das mittlerweile mitbekommen habe. Und deshalb musste ich mir das selbst dran basteln. Und das geht deshalb, weil da dahinter natürlich eine RMF-Charger-Schaltung eingebaut ist. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Die ist hier drin eingebaut und ist es auch so konzipiert, dass es nicht überladen werden kann. Na, ihr könnt es wirklich tagelang irgendwo in der Sonne liegen lassen. Wird nicht überladen. Und alternativ zum Sonneladen könnt ihr es natürlich auch mit einem normalen USB laden. Ja, da dauert es dann ein oder zwei Tage, ehe der Akku voll ist. Und ihr könnt dann tagelang durchzocken. Momentan ist der Akku nicht gerade voll. Ja, ich habe den schon ziemlich oft benutzt. Hey, cool, ich hatte mir vorhin nochmal 10 Minuten am Ladegerät. Vorhin war es rot, die Lampe, jetzt ist sie blau. Das heißt, da ist schon ganz schön Ladung reingegangen in den 10 Minuten. Ach, da schau her. Cool, fetzt. Ja, und wie jetzt die Insider erkennen dürften, das ist eine gemoddete Nintendo DS. Das heißt, ihr könnt alle Games drauf zocken, die ihr zocken möchtet. Ne, da ist Emulator drauf. Hier habe ich vom Super Nintendo schon mal Super Mario Brothers und vom normalen Nintendo mit drauf installiert. Ich wollte eigentlich noch ganz viele andere Spiele drauf installieren und mir eine 128 GB Karte kaufen. Hab mir die falsche 128 GB Karte gekauft und dann waren irgendwann meine finanziellen Mittel erschöpft. Und jetzt entscheide ich mich dafür, diesen Nintendo DS in Fluss zu bringen an einen Menschen, der da richtig Ahnung davon hat und der die ja, richtig ausreizen kann. Ne, ich habe es so weit vorbereitet, dass ihr tagelang zocken könnt und dass ihr es mit Solar laden könnt. Ich denke, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt und macht das Ganze noch viel angenehmer. Das einzige Nachteil hierbei ist, dass das Wechseln der SD-Karte mit etwas Geschick verbunden ist. Ne, dadurch der Akku hier unten dran ist, hat man hier wenig Platz und kann das Ding nicht mehr richtig rausklappen. Wenn man das Ding aber auf den Kopf legt und dann von der Seite hier mit einer... Also ich nehme da immer entweder eine andere SD-Karte, klickt die vorhandene SD-Karte, die hier drin ist, rein, dann kommt sie heraus und dann kann man sie rausbobeln mit einem Zahnstocher. Das klappt meistens. Und einlegen tue ich sie genauso, auf den Kopf legen, die Karte vorsichtig an den Slot ranführen und dann mit einem Zahnstocher oder mit einer anderen SD-Karte reindrücken. Das klappt einwandfrei, von daher kann man die SD-Karte wechseln und an den Touchstick, der hier eingebaut ist, kommt man auch ran, indem man hier mit einem kleinen Zahnstocher das Teil eben aufhebelt und rausnimmt. Ja, die biete ich jetzt auf eBay an. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht lumpen dabei. Ihr würdet mir damit sehr helfen. Momentan sind meine YouTube-Einnahmen im Monat bei um die 46 Euro. Ab 75 Euro zahlt YouTube aus. Das heißt, ich kriege alle 2 Monate mal eine Überweisung von ihnen. Und diesen Monat sieht so aus, als ob ich nichts überwiesen bekomme. So, okay, das wäre das für euch. Dann die RMF-Charger-Angebote gibt es nach wie vor. Ne, falls jemand es noch nicht weiß oder falls jemand es vergessen hat, hier nochmal der Link zu den ganzen RMF-Charger-Angeboten, dass ihr euch selber sowas modden könnt, also Hardware-Modding-mäßig. Und
dann jetzt hier nochmal ein paar kleine mehr Hintergrundinfos zu dem, was mir persönlich passiert. Einige von euch haben mich gefragt, wie es mit dem Fahrradwohnwagenanhänger aussieht. So sieht's aus. Ja, da steht er. Und mal eine kleine Hintergrundstory dazu. Warum, wieso, weshalb? Einige von euch wissen vielleicht, dass ich seit letztem Jahr vom Schein des Führers befreit wurde, um es mal vornehm auszudrücken. Zwei junge Polizisten haben mich davon befreit und kurz nachdem das passiert ist, also nachdem ich da angehalten wurde mit so einer gewissen Menge THC im Blut, bin ich so ein bisschen in so eine kindliche Bockigkeitsphase übergegangen und habe mir gedacht, na gut, wenn ich halt nicht mehr rumfahren darf, dann will ich rumfliegen und habe mich dem Repulsinen-Thema intensiv gewidmet. Ja, und da es halt hier in Deutschland so ist, dass wenn man da irgendwas im Straßenverkehr, irgendeine Scheiße baut, dann dauert es halt erstmal 3-4 Monate, ehe man dann wirklich seinen Schein des Führers abgeben muss und bis dahin darf man herumfahren. Das habe ich auch getan. Und nachdem ich das Video hochgeladen hatte, haben mich dieselben Polizisten mehr oder minder aufgelauert hier in meiner Stadt, haben mich dann verfolgt und haben mich ein zweites Mal rausgezogen, wo dann wieder dasselbe passiert ist und ich deshalb jetzt bis nächstes Jahr jeden Monat noch über 115 Euro im Monat abzahlen darf. Also es war dann eine Gesamtstrafe von über 2000 Euro, dieses kleine Vergehen. Von daher, ja, sieht es schlecht aus mit Sachen neu kaufen zurzeit. Da geht nur aus Schrott irgendwas basteln. Ja, und Schrott haben wir ja mehr als genug hier, muss ich mal sagen. Ob das Ding jemals sich in Bewegung setzen wird, weiß ich echt noch nicht, weil ich habe wirklich das genommen, was es hier so gab. Wir konnten schon Glück haben. Also ich rede deshalb von wir, weil mein Ziehsohnemann da das Projekt auch sehr vorantreibt. Ne, der hat mich auch sehr ermutigt, diesen Fahrradwohnwagen zu bauen. Für den ist das was total Cooles. Und dieses Untergestell zum Beispiel, das haben wir komplett fertig zusammengeschweißt, im Schrott gefunden. Das hat einwandfrei gepasst, wie wenn es auf uns gewartet hat. Wir sind auch noch zum Schrottcontainer an dem Tag hingefahren und haben uns vorgenommen, irgendwas für ein Untergestell zu finden, damit wir beginnen können. Und auf einmal lag das Ding hier fix und fertig drin. Da mussten wir dann nur noch ein paar Räder ranbasteln und ein Holzgestell drauf bauen. Mehr war es dann eigentlich nicht gewesen. Und das Ding ist schon ganz schön groß geworden. Wir haben uns am Anfang informiert, wie groß es denn eigentlich sein darf und sind dann auch ziemlich schnell dahinter gekommen, dass es hier Vorschriften und Gesetze gibt. Nach der Vorschrift darf so ein Fahrradwohnwagenanhänger hier in Deutschland, ich glaube, 90 cm breit sein, 2 Meter lang und 1,40 Meter hoch. Und das Gesetz sagt, dass so ein Anhänger 4 Meter lang sein darf, 1 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Und an den Maßen habe ich mich jetzt, also die Maße habe ich jetzt ungefähr genommen. Und ja, mal gucken, ob es dann sich irgendwann mal vorwärts bewegt. Im Zuge dessen habe ich mich natürlich auch ein bisschen über die momentane Fahrradwohnwagengesellschaft hier informiert. Ne, die Renés sind da ja ganz groß, der blaue und der rote René will ich sie erstmal nennen. Ne, der eine René, gut, der fährt jetzt mit dem Wohnwagen und seiner Familie, er macht eine Weltreise. Nur der Enduro-René fährt noch mit seinen selbstgebastelten Anhängern draußen rum. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da ein ganz, ganz großes Problem besteht, wenn die irgendwie einen steilen Berg hoch müssen. Da überhitzen ihre Motoren noch und nöcher. Und da überlegte ich mir, mal gucken, ob es was wird, bis 6 km/h darf man die Dinger ja einfach so mit Daumengas fahren. Und 6 km/h reicht mir, wenn ich irgendwie einen steilen Berg hinauf muss. Und vielleicht klappt es ja, dass ich mir hier noch einen Motor ranbastel mit einer krassen Übersetzung, der dann maximal 6 km/h schafft, dass ich das dann zumindest nicht als Problem habe. Wir werden sehen, ob es denn irgendwann mal was werden wird. Mal schauen. Weiter gebastelt wird es auf alle Fälle. Tja, ist irgendwie ein Segen und ein Fluch, die Zeit heutzutage. Und den Film hier mitzumachen. Oder was meint ihr? Wie ich das mit der Bremse mache, weiß ich auch noch nicht so richtig. Deshalb habe ich mir dieses Teil hier vorne ran gebastelt. Nochmal so ein extra Halterad. Und möchte dann irgendwie machen, dass die Vorderbremse von dem Ding hier dann wenigstens mit meiner Zugmaschine
die natürlich optimalerweise ein Liegerad, also so ein, wie heißen die Dinger? Velomobil, ein Velomobil sein sollte. Aber ja, bei den momentanen finanziellen Verhältnissen, glaube ich, steht das noch in weiter Ferne bei mir. Deshalb wird es erstmal mit einem Fahrrad und einem normalen E-Bike halt gezogen. Und mal schauen, ob das dann so wird, wie man sich das jetzt denkt. Um die Innenausstattung möchte sich der Sohnemann kümmern. Da sollen dann hier Klappbetten rein, dass man womöglich sogar zu dritt hier drinnen schlafen kann. Also Mama, Sohnemann und meine Wenigkeit. Und die Mama soll dann hier vorne eine kleine Küche bekommen, wo sie sich dann auch reinstellen kann. Also das Ding, das kann man dann nach oben aufklappen, sodass man sich dann hier schön reinstellen kann. Und dann hier drüben ist dann vielleicht die Kochnische. Wir werden sehen. So ist momentan der grobe Plan. Auch ein Ziehenkelsohn ist momentan in meiner Welt jetzt da. Der wohnt 60 Kilometer entfernt. Und wenn wir da zu dritt ihn besuchen möchten und mit dem Zug fahren wollen, das kostet über 100 Euro, das Hin und Zurück. Und schon allein deswegen müsste man sich jetzt mal irgendwas überlegen, weil das wird jetzt ganz schön kritisch. Das geht jetzt ganz schön an die Emotionen ran, wenn das doch so nah und doch so fern ist und man nicht hinkommt. Von daher, ja. Und bis das fertig ist, wollte ich euch mal fragen, ob irgendwer in Chemnitz wohnt oder ab und zu mal hin und her pendelt zwischen Plauen und Chemnitz oder Reichenbach und Chemnitz und uns da vielleicht ab und zu mal mitnehmen könnte gegen den kleinen Obolus. Jetzt mal so in die Runde gefragt. Ich weiß halt, dass viele aus der Umgebung hier zugucken und na, vielleicht fährt es ja sowieso jemand als Strecke und wir könnten uns da irgendwie zeitweise mal arrangieren. Das wäre echt klasse. Anfangs war es natürlich ein Schock gewesen, den Schein des Führers abgeben zu müssen. Aber je länger ich mich dann mit dem Thema hier beschäftigte, umso größer wurde dann die Euphorie, weil die Vorteile dessen, die waren mir am Anfang gar nicht bewusst. Ne, hier werden immer mehr Radwege ausgebaut, wo kein Verkehr ist, ne, wo man einfach so fahren kann. Und die Straßen werden immer voller und voller, Parkplätze gibt es bald keine mehr. Und billiger wird das Ganze ja auch nicht, ne, wenn man da immer schön Steuern zahlen muss, die da an irgendwelche Zinsgeschäfte gekoppelt sind. Das Teil hier wurde von meiner besseren Hälfte als Antrieb freigezockt. Also eigentlich ging es meiner besseren Hälfte, also meiner Freundin, um diese Rolle hier. Das war eine alte Wäschemangel, die wir so nicht einfach wegschmeißen wollten. Und sie meinte, sie hätte doch gerne dieses Ding. Und um dieses Ding auszubauen, muss man die komplette Maschine praktisch auseinanderbauen. Und da ist mir dieses Getriebe hier aufgefallen. Habe gedacht, Mensch, hey, das wäre doch was Tolles für einen Fahrradwohnwagen. Ne, eine super Übersetzung. Der Motor wird hier noch gewechselt. Das ist ein 100 Watt Wechselstrommotor. Ne, und da kommt ein 120 Watt Gleichstromer ran. Der ist viel, viel kleiner. Und den kann man dann natürlich schön Drehzahl regeln. Ja, mal gucken, ob es was wird. Aber warum eigentlich nicht? Bei den krassen Zufällen, die da bisher so passiert sind, scheint es ein Weg zu sein, der von irgendwer anders, von irgendwoher anders auch gewollt zu sein scheint. Ja. Tolle Ausdrucksweise, wa? Ja, gut, mit den Worten verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. In diesem wunderschönen, was haben wir heute, 5. Oktober 2023. An dem, ach komm, das muss ich euch mal noch zeigen, weil sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal gesehen, dass im Oktober die Erdbeeren blühen und Erdbeeren kommen, oder dass im Oktober Alpenveilchen rauskommen? Also ich weiß nicht, ob ich vergesslich bin oder ob ich da noch nie einen Fokus drauf gesetzt habe, aber irgendwie scheint dieser Herbst doch irgendwie anders zu sein als die ganzen anderen Herbste. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt. Na gut, okay. Na sowas? Die blühen ja nicht nur. Da kommen ja sogar Erdbeeren.
Und wer ganz aufmerksam aufgepasst hat, der wird mitbekommen haben, dass ich den ersten Teil dieses Videos, nee, warte mal, den ersten Teil diesen Videos als zweites drehte, genau, richtig, also den Teil mit dem Garten und dem Wohnwagenanhänger, was ihr gerade gesehen habt, das habe ich eigentlich als erstes gedreht und am Ende dieses Videos habe ich euch dann diese Pflanze hier gezeigt. Danach bin ich nach Hause gefahren, habe den ersten Teil des Videos gemacht und die Pflanze hier eingepflanzt, weil ich doch befürchte, dass es draußen vielleicht doch etwas kälter wird und auch eines meiner Open Loops, also meiner offenen Loops hier ist, dass ich mal im Winter eine Erdbeere ernten möchte. Ja, und da belese ich mich schon seit Jahren, wie das am besten geht. Jetzt habe ich irgendwie in der letzten Zeit mitbekommen, dass da was Neues rausgefunden wurde, zwecks Belichtung von solchen Erdbeerpflanzen. Da wird dann nämlich gesagt, dass man so ein normales weißes Vollspektrumlicht nimmt, in Kombination mit darüberliegendem Fernrotlicht, so haben sie es ausgedrückt. Ne? Nach einiger Recherche habe ich mitgekriegt, dass das auch nur Infrarotlampen sind, also Infrarot-LEDs. Deshalb leuchten die jetzt hier auf dem Display nicht ganz so helle, aber es sieht schon hier auf dem Display anders aus, als wenn ich so gucke. Wenn ich so gucke, sind die viel dunkler. Haha, interessant. Ja, mit diesem Fernrotlicht in einiger dreidimensionaler Entfernung würde das dann wohl den Erdbeerpflanzen besonders gefallen. Das werde ich erstmal die nächste Zeit ein bisschen beobachten und werde euch da mal auf dem Laufenden halten. So, das war's mit diesem Video von mir, wie es mir privat geht und was hier so los ist. Das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch was und bis bald.